Hallo, ich bin Tanja von Knitted in Switzerland und ich zeige euch heute Jennys Surprisingly Stretchy Bind-Off oder auf Deutsch Jennys überraschend dehnbares Abketten. Das ist besonders gut geeignet für das Abketten von Toe-Up-Socken. Ich zeige euch das hier an einer Socke, bei der ich diese Methode benutzt habe. Und wie ihr seht, ist das wirklich sehr gut dehnbar. Dass dieser Abschluss so gut dehnbar ist, liegt an zusätzlichen Umschlägen, die wir beim Abketten machen. Dadurch hat die Abschlusskante mehr Garn zur Verfügung und ist besser dehnbar. Ich habe hier ein, zwei rechts, zwei links Bündchen. Die erste Masche auf meiner Nadel ist links. Ich mache also zuerst einen Umschlag. Stricke die Masche links und ziehe den Umschlag über. Die nächste Masche ist auch links, mache ich wieder einen Umschlag, stricke die Masche links und ziehe sowohl den Umschlag als auch die andere Masche auf der Nadel über. Jetzt habe ich eine rechte Masche. Da machen wir einen umgekehrten Umschlag von hinten nach vorne. Stricken die Masche rechts, ziehen den Umschlag über und die Masche. Die nächste Masche ist wieder rechts. Dann machen wir das gleiche, einen Umschlag von hinten nach vorne, rechts stricken, den Umschlag überziehen und die Masche überziehen. Jetzt haben wir wieder zwei linke Maschen, dann machen wir wieder einen normalen Umschlag von vorne nach hinten. Stricken die Masche links, Umschlag überziehen, Masche überziehen. Die nächste Masche ist auch links, normaler Umschlag, Masche links stricken, Umschlag überziehen, Masche überziehen. Jetzt kommen wieder zwei rechte Maschen, da machen wir wieder einen umgekehrten Umschlag von hinten nach vorne. Stricken die Masche rechts, ziehen den Umschlag über und ziehen die Masche über. Die nächste Masche genauso, ein umgekehrter Umschlag, rechts stricken, Umschlag überziehen, Masche überziehen. Jetzt kommen wieder zwei Maschen links, wir machen wieder einen normalen Umschlag von vorne nach hinten und ziehen den Umschlag und die Masche über. Die nächste Masche ist auch links, also wieder ein normaler Umschlag, links, überziehen, überziehen. Jetzt haben wir noch mal zwei Maschen rechts, dann machen wir wieder den umgekehrten Umschlag. Für die nächste Masche auch. Und zum Abschluss noch zwei Maschen links mit normalen Umschlägen. Jetzt haben wir fertig abgekettet und ihr seht, auch das kann man ganz wunderbar dehnen.